ein Wahnsinnsspendenrückgang. Seit all den Jahren haben wir bis dato das schlechteste Einnahmegeschäft in den letzten Monaten, das wir je hatten. Ja, wir haben jetzt Gott sei Dank kurz vorher zwei Sachen fertigstellen können. Einen Nierensteinzertrümmerer haben wir kaufen können. Und dann sind wir dann wieder im Bereich von Sicherheit und Hygienemaßnahmen. Natürlich die laufenden Projekte, die wir immer haben, die finanziert werden müssen. Wir finanzieren eine Erzieherin, wir finanzieren eine Diätassistentin, wir finanzieren eine Ärztin und wir finanzieren den Clown. Überlegt mal, ob ihr nicht den einen oder anderen Euro übrig habt, um ihn uns zu spenden, damit wir unsere Aufgaben, die wir für das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße machen, weiterhin fortführen können.